jetzt den Berg runter. Übrigens Sonntagmorgen. Eigentlich zum Pool, aber ich werde geblockt. Ich glaube, Cora will nicht, dass ich weggehe. Oh Gott, was hat er denn hier schon wieder drin? Was hast du denn hier schon wieder drin? Das ist ja schon wieder exhausting. Just some crap. Exhaust. Mm-hmm. Very exhausting. Very exhausting. Ein Auspuff. Du, soll ich 10 Minuten auf dich warten oder so? Dann kannst du mitkommen schwimmen. Oh, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun. Ich gehe also schwimmen, um ein Workout zu bekommen, aber ich bin zu faul, zum Pool zu laufen. Also war ich richtig amerikanisch mit dem Auto zum Pool. Boah, war das eine lange Autofahrt. Es dauert also mit dem Auto 1 Minute, wenn ich laufen würde, 8 Minuten. Aber wenn ich dann schon 45 Minuten geschwommen bin und unsere Straße geht so bergauf, dann ist das wirklich voll anstrengend. Also fahre ich faul zum Pool, um dann nicht faul zu schwimmen. Ja, und sonntags kann es schon voll werden am Pool, aber natürlich noch nicht morgens. Morgens ist es so, wie ich es liebe. Schön leer und ruhig. So, herrlich. Jetzt mal ein bisschen eincremen. Benutze ich mein Headset mit Musik. Ja, macht dann mehr Spaß. Ja, geschafft. 54 Laps, 446 Kalorien. Yes! Ackerst du hier schon wieder? Während ich schwimme, ackerst du dich hier zu Tode. Sieht so aus, als ob du die Coco gewaschen hast. Die brauchst du auch gar nicht zu waschen, die fährt ja noch nicht mal. Am Dienstag, in 2 Tagen fährt sie wieder. Meinst du? Mhm. Also wir haben ein Modul bestellt, mal sehen. Die Modul. Also komm, ey, gleichzeitig, ey, wie lustig. Das zeigt doch, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Ein Herz und eine Seele. So, was geht's hier weiter noch? Weiter wird hier was gewaschen? Ach so, du hast den Driveway gewaschen? Die Ölspuren von vom Roland. Der fährt wenigstens, aber ölt ein bisschen. Genau. Und was geht's jetzt weiter hier im Text? Was passiert jetzt? Ich will ein bisschen abbremsen. Du willst... Ach, den Roland auch noch. Hier klebt ein bisschen Vogelkacke. Bring Glück. Was ist denn hier los jetzt? Jetzt hast du mein... Ja. Der ist K.O.
heißer Tag. Also es fühlt sich an wie 35 Grad. Muss ich mal nachgucken, aber mega heiß. Ja. Wir brauchen ein paar Kleinigkeiten. Jetzt nicht so ein Rieseneinkauf, aber wir gehen zu Lidl, unser Lieblingsgeschäft. Na, Costco und Lidl, ne? Aber Lidl ist schon bei mir immer noch so Nummer 1. Äpfel haben wir noch. Coral will immer die kleinen. Ich mag lieber große. Ich mag es lieber groß. Coral hat es gern klein. Wassermelone. 4,65. Das Lieblingsabteilung. Like last time, right? So they tasted so. Kann mich nicht erinnern. Chocolate-covered donut. Am besten rufst du ihn an und fragst ihn. Oder Würstchen, Croissant mit Schokolade. Apple-Burger. Let's try it. I mean, I highly doubt you'll say. Ihn, Apple-Burger. Oder hier ist ein Blueberry Muffin. Einer. Ein Blueberry Muffin. Und Brot gibt's auch wieder. Ohne das Brot hier geht gar nichts, oder? Also, ich esse jede Scheibe. Ich glaube, wir haben das letzte Farmer's Bread genommen. Da ist es. Zack, zack. Wie so hoch. Yum, yum, yum. Magst du dazu gucken? Ja. Ich glaube, du magst keine Brotschneidemaschine. Nee, ich guck nur zu. Anfassen tue ich das Ding nicht. Ich frage mich, wann ich mir endlich mal eine Brotmaschine kaufen, Brotschneidemaschine kaufen darf. Nie. Und da wird wieder zugeschlagen. Also, dafür, dass du das erste Mal gesagt hast, es schmeckt dir nicht, musst du jetzt mal zugeben, du kaufst es jede Woche. Und zwar packungsweise. Also scheint ja so schlecht gar nicht zu sein. Er hat mich ganz schön dran gewöhnt. Oh, du Armer, du musstest dich daran gewöhnen. Ja. Guck mal, Gore hat einen kleinen Wagen genommen, weil wir eigentlich nur vorhaben, einen kleinen Einkauf zu machen. Aber ich glaube, das wird sich jetzt schon ganz schön voll alles machen hier. Ich brauche Almond Milk. Was haben wir denn da? Die hier. Die nämlich mit Vanille. Kommt morgens in meinen Kaffee rein. What's it so bad though? It's $7. Ja. Was hast du jetzt gefunden? Ah, die Blueberries. Julian wollte Frozen Blueberries. Nehme ich jetzt die Lidl oder die Organic? Schwer, dass es ihm schmeckt. Tja. Beide, ja. Julian ist immer sehr picky. Er holt ja beide aus Angst. Eine. Hier ist auch noch Blueberries, ne? Das ist auch Blueberries. Wenn es ihm dann nicht schmeckt, dann aber das ist eine andere Brand, weil. Oh, 12,48? Das ist ja auch eine Ochsentüte. Das ist ein bisschen teuer, 12,48. Okay, ist 3 Pound, aber. Und hier ist Triple Berry, auch so teuer, schau mal. Jetzt erstmal holen und dann kann er gucken, ob das war. Alles frozen Früchte hier. Ist so die mexikanische Ecke. Goya. Und Cora holt immer hier die Tortillas. Die sind sehr lecker hier, diese Tortillas. Kekse, ich wollte Kekse holen. Für Jay. Chips. Ja, hier ist der allerbeste Bereich und ich denke immer so, ey, 2,49 für so super leckere Kekse. Amerikanische Kekse kosten immer 5, 6 Dollar und sind gar nicht so gut wie das hier. Das hier ist viel besser. Die sind auch lecker. Und die sind auch lecker. Total günstig wirklich für quasi hier so Knoppers. Für 2,99. Das ist ja günstig. Captain Rondo.
Wie hieß denn das nochmal? Boah, hab ich vergessen den Namen. 1,49. Der kleine Wagen, na, wird langsam voll, aber der schiebt sich so schön, oder? Ja. Also noch genug Platz unten. Diese Soßen, die schmecken immer super. Hier, die mag ich momentan gerne. Die Caribbean Mango, die ist gut. Die ist auch gut, aber die habe ich noch. Was gibt's noch so? Wir brauchen Sriracha, haben sie aber nicht. Cocktail Sauce, Chili Sauce, Worcester. Die ist auch gut. Die haben wir auch noch. Wobei, wurdest du eigentlich schon bezahlt? Ist schon Payday? Dann kannst du dir heute das leisten. Ja, die hat er auch gerade gekauft. Gerade noch sagt er, die sind ihm zu teuer. Gesagt. Aber sie sind on sale für 1,99. Ja, sind sie mir zu teuer. 7 Stück. So, wir gehen dann jetzt auch noch. Ach, die haben das gefixt. Ich wollte gerade einen Joke machen. Ich wollte gerade sagen, wir gehen zu Walmart. Weil das R war. Ah, das ist wahrscheinlich nicht beleuchtet nachts. Deswegen. Nachts steht da Walmart. Mad. Nicht Walmart. Wir gehen nochmal hierher, gucken, ob wir Glück haben und Sriracha finden. Sriracha ist schon seit Monaten immer ausverkauft. Die sollte ich nicht jetzt setzen, glaube ich, habe ich ja schon. Achso, diese andere, eine andere Marke, Sriracha. Die Originale gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ja, da haben sie wieder dieses hier. Das, oder? Haben wir das nicht geholt? Nee, letztes Mal habe ich das hier geholt. Das schmeckt ganz gut, aber ich wollte jetzt nicht so ein kleiner. Ach, ist größer? Ja, wir mögen groß. Genau. Aber groß haben sie nur. Aber hier, das kostet nur 3,98. Lass uns doch das versuchen. Da ist ja auch mehr drin. Warum ist die andere so teuer? Guck mal, sind ja 510 Gramm und das sind 312. Das ist so expensive. Manchmal schmecken die auch nicht, weißt du? Die war ja ganz gut, die hat mir sehr gut geschmeckt. Aber das ist nicht so eine Kinderportion, ich meine. Hier oben geht es ja noch weiter, hier sind ja noch mehr, guck mal. Die ist mir nur weg. Ah, das sind alles diese Hot Sauce, die sind immer so flüssig, nicht so soßig, ne? In der Mexican-Abteilung? Ich glaube, da hatte ich sie ja. Glaubst du? Liquid Smoke. Ist ja günstig. Hier, kennst du den Typen? Der hat doch so eine Sendung. Der isst immer so ganz viel greasy food. Der hat so eine Fernsehsendung. Kicken Chipotle. Eigentlich ja ganz günstig, könnte man ausprobieren mal. Also das würde ich ausprobieren, was ist das andere? Was ist das Grüne? Jalapeno. Flavor Town. Und was? Honey Mustard, Chipotle. Famous Donkey Sauce. I'm not sure what the Donkey Sauce, but I would try this and this. Und hier ist die, ich glaube, das hast du mal probiert, yeah, und ist nicht gut, ne? Die Chick-fil-A. Ach, hier, guck mal, hier ist hier die Polynesian. Das ist doch Julians Lieblingssoße. 3,98. Barbecue. Guck mal, und hier gibt es Sweet and Spicy Sriracha. Schau mal. Von Chick-fil-A. Und hier ist Arby's. Horsey Sauce. Schmeckt nach Horse. Ja, yeah. I'll try these. Especially with the tortillas, maybe it's und good. Hier ist Sub. Das ist ja eine lustige Area. Das sind alles die ganzen Fast-Food-Restaurants. Haben hier ihre. Restaurants. Haben hier ihre Soßen. Hier ist auch Whataburger. Guck mal. Hier ist von Whataburger die Soßen. Das ist ja eine lustige Ecke. Kinders. Da waren wir gerade in der Soßenabteilung da. Ja. Ja, haben nach Sriracha gesucht und hatten nur diese Babypackung. Ja, jetzt guck dir das mal. Und hier haben sie es denn? Drei Gänge weiter. Ist nur für secret people. So, only if you know, you know. Hier ist quasi so die. Das ist aber nicht die Mexican Area, ist eher so Asian. Guck mal. Ja. Ist eher so das Asian Food. Mexican Area is behind you. Hier kannst du Golden Curry, Japanese Curry Mix.
Ja, die Soßen, die sehen jetzt ein bisschen leckerer aus. Das würde mich jetzt doch was interessieren hiervon. Also viele davon. Dieses hier, P.F. Chang Sesame. Habe ich schon alle für Julien mal geholt. Kang Pao? Auch nicht. Was? Die kann ich mich erinnern, die sind ein bisschen zu süß hier, ne? Ja, Sriracha ist immer gut, aber das, die originale Sriracha haben die schon so lange nicht mehr. Das sieht aber auch interessant aus hier. Auf jeden Fall sieht es authentisch aus. Schau mal. Das ist wie so ein Öl mit den Chili Peppers da drin. Sieht irgendwie gut aus. Aber hier irgendwie interessante Sachen. Guck mal. Ramun. Sieht auch so richtig authentisch aus, oder? Authentisch asiatisch. Guck mal hier, Happy Dad. Ja. Hättest du das gerne? Aber ich bin ja schon happy. Ich brauch das brauchst du es nicht? Nee. Was ist da überhaupt drin? Hartsalze, also ist auf jeden Fall irgendwie Alkohol, ne? Mit Lemon, Watermelon, Wild Cherry und Pineapple. Weiß nicht, was für ein Alkohol da drin ist. Ist das, vielleicht ist das Wodka oder so? Ich habe keine Ahnung. Weil, hättest du gerne so ein Lunchable für Arbeit? So für Arbeit kannst du dir so eine Pizza selber machen. Voll gesund. Pizza, Capri-Sonne und ein Crunch. Oder lieber so hier. Ham und Cracker. Ein Keks und eine Capri-Sonne. Für 2,97. Ich mache das hier. Und dann schneide ich mir mal so ein Stückchen davon und esse die so pur. Du weißt, dass die Leute das jetzt glauben. Oder das wieder das Gleiche. So lecker, das hier. Ja, das essen die Leute zu Weihnachten immer, ne? Das sehe ich ganz oft. Ja, das ist so. Anyway. Nee, Katzenfutter. Was ist das denn? Was kaufst du denn? Rake Cleaner. So viel? Ja. Kostet den ganzen Laden auf. So viel zu tun an den Autos. Hast du schon Katzenfutter? Nee. Nee. Die Katzen sind nicht so glücklich mit dem Costco-Food. Sie hätten es lieber gerne fancy, haben sie uns gesagt. Die Mitarbeiter bei Walmart werden aber auch immer süßer, oder? Mit der hier, dessen, mit dem werde ich mal ein bisschen flirten. Hi! Oh, der geht nicht auf meine Flirtversuche ein. Du hast jetzt gerade jemanden gesehen, den du kennst. Ich habe gesagt, ich werde mal mit diesem Mitarbeiter hier flirten. Was willst du, Alter? Oh Gott, ist aber kein netter Mitarbeiter, da habe ich mich doch geirrt. Glaubst du, ich bin hier zufrieden hier? Dieses wenige Geld, was ich hier mache. Deswegen wollte ich dir gerade den Tag. Kommen die Frauen an und wollen mich füllen? Ich wollte dir den Tag ein bisschen versüßen. Danke. Da oben ist der, werden wir gewatcht. Hi! Also eigentlich wollten wir nur Blueberries holen, oder? Oder ein paar Kleinigkeiten, aber irgendwie haben wir doch schon ganz schön viel wieder geholt. Lecker Brot von Lidl. Cora hat einen Donut und einen Apple Fritter, ne? Ja. Was sagt man dazu auf Deutsch? Apple, Apfel. Frittierter Apfel. Jasminreis, French Fries, die einzige Brand, die Julien gerne isst. Eine Gurke. Cora hat sich hier diese Würstchen geholt. Äpfel. Dann diese hier. Dreimal haben wir uns die geholt. Die sind so lecker. Ich liebe die. Julien liebt die. Cora nicht so sehr, oder? Die Asian Nuggets, die mag ich nicht. Also ich liebe die und Julien auch. Martin, dann mich. Jeder hat seine eigene. Das ist Julien's. Julien Organic, also Biomilch. Ich Almond Milk. Und Cora die normale. So Leute, ich weiß ja nicht, ob ich es jemals erwähnt habe in den letzten paar Monaten. Seit April, 23. April. Meine Frau hat mir
diesen Airfryer geschenkt. Ja, den hier. Das war sein Geburtstag. Und ich glaube, ich habe den, wir alle haben den für 3 Wochen nicht benutzt, weil ich mir dachte, was für ein Blödsinn. Wegen den Zeiten hier. Weil so lange Zeiten draufstehen, dass ich gedacht habe, das dauert ja alles ewig, hatte ich keine Lust zu warten. Ich liebe die Maschine. Ich glaube, wir alle lieben sie. Wir stehen hier manchmal Schlange. Hey, ich brauche den Airfryer. Der ist super. Ja. Super. Alles geht so schnell. Wenn ich Pommes machen will, ne? Der Ofen muss preheated werden, also vorgeheizt werden. Für wie lange dauert das? 10 Minuten? Bestimmt 10 Minuten, ne? Ja, und dann muss ich die Pommes reinschmeißen und dann dauert es dann nochmal 25 Minuten bis 30 Minuten. Das ist Wahnsinn. Hier drinnen, hier sagt er ja, die Pommes brauchen 20 bis 25 Minuten. Stimmt. Jedes Mal, wenn nicht. Ich da die Fries reinpacke, 10 Minuten und die sind knusprig und super dann. Ja. Ich liebe diese Maschine. Wir lieben den. Also wir lieben den. Ich habe zu Sissi gesagt, hey, lass uns noch eine kaufen, weil ich hasse es immer, in hier Schlange zu stehen. Ja. So, jetzt kannst du weitermachen. Läuft wirklich täglich. So, dann haben wir hier die Waffels für Julian. Man merkt halt, wir haben das Kind wieder zu Hause. Also kaufen wir auch ein bisschen andere Sachen ein irgendwie. Dann hier, Cora, seine Milchschnitte, die er anscheinend ja doch mag. Die hier sind auch für Julian. Das hier ist für Coral. Julian trinkt das hier immer, so ein Cherry-Zeug, packt er sich ins Wasser rein. Dann haben wir hier diese Breadcrumbs. Einmal normal und einmal Japanese Panko. Die Blueberries. Das ist der Grund, warum wir eigentlich losgegangen sind. Nur wegen der Blueberries, ne? Salami. Und ach, hier haben wir noch Soße. Ja, Julians Lieblingssoße. Dann hier Seife, zweimal zum Auffüllen. Dann haben wir Hydrogen Peroxide. Corey hat ein bisschen Spielzeug. Und noch mehr Spielzeug. Noch mehr, die hat er da hinten schon stehen. Da. Lauter Spielzeug? So eine, ja, hier weiß ich nicht. Engine Degreaser. Spielzeug. Quickly removes grease dirt. Da kannst du denn nicht auch einfach Seife benutzen? Nee. Na, du wirst es wissen. Und dann hier die Tortillas, die sind lecker. Und Horseradish, Meerrettich. Und Fancy Feast für... Für Sie wen? Sie haben einen Schwanz getreten. Für wen denn? Hast du Hunger? Ja. Was? Ich sag bloß, du hast ihn noch nicht gefüttert. Kleine Süße. Weißt du, dass hier Didi immer gerne um 5 ist? Wartet auch schon jemand? Was? Was? Ganz viele Soßen. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Also die hier, die ist lecker, lecker Mango. Dann haben wir hier 2 so neue, die wir ausprobieren. Jalapeno und Honey Mustard. Und dann hier dieses Sriracha. Und Senf. Und Cora hat sich Fresca. Habe ich schon gezeigt? Kann ich mich nicht erinnern. Es ist zu heiß heute. Habe ich ja nicht mein Gehirn gekauft. Das funktioniert nicht mehr. Und hier wird schon wieder Dinner gemacht, ne? Was gibt's hier? Es sieht so aus, als ob du nur was für dich machst anscheinend, ne? Schön hat mir noch nicht geantwortet, ob er das auch essen will. Und ich darf eine Milchschnitte essen. Na, du isst ja ganz anders. Ich esse ganz anders. Nö, also Huhn esse ich auch. Die Gurke und die Tomaten. Ja, jetzt darfst du es freigeben. Wo sind die? Was haben wir bezahlt? Hier. Bei Lidl haben wir bezahlt 73,14, 1,67 Sales Tax. Und bei Walmart haben wir bezahlt 107,43, einmal 4,37 7% Tax und einmal 1,18 3% Tax. Ja, also dafür, dass wir eigentlich nicht einkaufen gehen wollten und nur ein paar Kleinigkeiten, haben wir $180 ausgegeben. So, Julian und ich, wir kochen uns jetzt ein paar Tuna-Steaks. Brokkoli, Karotten und Reis kocht auch schon. Und da mache ich jetzt mal so eine Kruste mit Sesam. Sesam, dann Garlic Powder. Knoblauch, italienische Kräuter und ein bisschen schwarzer Pfeffer und einen Teelöffel Zucker.
So, das Gemüse brate ich ein bisschen mit Olivenöl an in der Pfanne. Und dann mache ich mir immer so Zwiebeln, das ist hier Tiefgefühl, schneide ich mir immer schon so vor. Dann kann ich mir einfach so eine Handvoll greifen und das da so reinmachen. Finde ich immer ganz praktisch und muss nicht immer weinen, wenn ich Zwiebeln schneide. Dann nehme ich das Ahituna Steak und soake das in Soy Sauce. Ich mache hier alles auf Englisch. Also ich nehme das, den Thunfisch und packe es in die Sojasauce und dann in diese Sesammix. Habe kaum noch Sesamkörner übrig. Das hier wird jetzt ein bisschen wenig auf dem, aber so soll es dann aussehen. Okay, dann soll die Pfanne ganz, ganz heiß sein. Das ist das erste Mal, dass ich es mache, also ich weiß nicht, ob es gelingt. Aber was kann schon schief gehen, ne? Zum Beispiel, dass die Zange nicht funktioniert. Und dann kommt es da rein. Ich glaube, ich mache das hier noch mit meinen Händen. So. Und angeblich soll man das nur 90 Sekunden machen. Also mache ich das auch nur 90 Sekunden. Warum ist das jetzt 60 Sekunden? So sieht es aus. Also es soll noch roh sein und ich werde es auch gleich in 6 Sekunden rausnehmen. So, Julian kommt noch auf die super Idee, dass wir die Seiten auch noch mal schnell ein bisschen anbraten. Und so schaut es jetzt aus. Bin gespannt und ich habe noch hier einen Esslöffel von dieser Teriyaki Ginger Sauce raufgemacht. Julian macht sich Sriracha rauf. Mmh. Ist gut. Ich wollte euch noch mal von innen zeigen. Ist also fast noch roh, aber schmeckt so gut. Oder? So lecker. So, Modem ist angekommen und wir sind mega aufgeregt, ob die Coco dann endlich wieder fährt. Wo gehört es überhaupt hin? Wo kommt denn so ein Modem hin? Sagt man dazu Modem? Modul. Warum sage ich denn Modem? Ist Modul, oder? Da in die Ecke kommt es rein. Ja, Modul. Hier? Ja. Und warum kletterst du jetzt da hinten rein? Was? Und warum kletterst du jetzt da hinten rein? Ich hatte die Batterie abgeklemmt. Jetzt kriege ich die hintere Tür nicht auf. Ich kann doch hier auf den Button klicken. Oder geht es auch nicht? So. Liebe Liebenden. Das. Ich schütze Ihre Kamera wieder in mein Leben rein. Steck mal rein hier. Was macht er hier? Das lassen wir mal dran. Was machst du hier? Hm? Was machst du hier? Die Batterie habe ich jetzt dran gemacht, ja. Und was ist das? Ein Charger, Batteriecharger. So, nun steck's mal rein. Das hört sich immer so pervers an, wenn du redest. Das hast du absichtlich gemacht, oder? Oder bist du so pervers? Weiß nicht. Ist angeboren. Oder hast du das alles von mir gelernt? Oder sind es vielleicht nur deine Gedanken? Nee, ich kann schon hören, wie du es aussprichst. Wie du es sagst, die Betonung. Das ist alles... Wie kann man das denn anders betonen? Ich weiß nicht, das ist alles so pervers halt immer. Das ist so eine Scheiße. Kommt man sehr gut ran, ne? Soll ich dir mal ein Kissen bringen? Für dein Knie? Nee. Das ist ein guter Seitenstretch. You can close it. Actually, never mind. I just try it this way. Forget it.
Jetzt mal gucken, ob sie anspringt. Oh, it works. Sie springt an. Die Coco fährt wieder. Jetzt ist sie aber eingeparkt. Das Feuer nicht funktioniert. Scheiben sind nicht hoch und runter gegangen. Jetzt weiß ich, dass es funktioniert. Super. Super. Geht wieder. Naja, super. Kann ich die ganzen Codes ein Unfall mal? Oder so, hörst du? Wahrscheinlich. Die Leute fahren auch wie Sau da draußen. Jetzt kriege ich wieder meinen Schlüssel rangemacht. Den Kokoschlüssel. Jetzt musst du mich nur noch freiparken. Also nicht, dass ich irgendwo liegen bleibe oder so, ja? Wenn du liegen bleibst, sagst du, oh, bitte hilf mir. Soll ich das mal machen? Ja. Zeigst du so ein bisschen noch deine Brust? Das klappt dann schon. Aber nur eine, okay?